Guten Abend, Silvi. Toll, Sie zu sehen. Sie sehen umwerfend aus. Dankeschön. Wir haben lange auf Sie gewartet, endlich wieder da. Wie haben Sie den Sommer überstanden? Also, den Sommer war mega schön. Wir hatten schöne Urlaube mit Damian, seine Freundin. Wir hatten Urlaub zusammen als Couple. Wir haben gerade unsere Hochzeitstag gefeiert. Das war so der letzte paar Tage von Sommer. Wirklich unglaublich schön. Wir haben es sehr, sehr genossen. Und ich kann nur sagen, dass es ein Mega-Sommer war. Ja. Wenn man auf Ihren Instagram-Account schaut, dann sieht man auch tolle Bilder mit einem jungen Mann. Damian ist groß geworden. Wie geht es Ihnen, ihn aufwachsen zu sehen? Absolut. Er ist so unglaublich groß geworden, dass man wirklich denkt, okay, bin ich jetzt so klein oder ist er so groß geworden? Er ist einfach so groß geworden. Und es ist das größte Geschenk im Leben, ihn zu haben. Und es ist einfach fantastisch. Ja. Heute ernstes Thema, aber auch eigentlich ein Tag der Freude, DKMS Live. Ja. Wir feiern eigentlich das Leben. Können Sie noch mal beschreiben, warum ist die Arbeit von DKMS Live so wichtig? DKMS Live macht wirklich ganz, ganz wichtige Seminare für PatientInnen. Und dass sie sich nicht alleine fühlen, dass sie Tipps und Tricks bekommen, wie sie diese schwere Zeit so ein bisschen verschönern können für sich selbst, eine Gemeinsamkeit spüren, sie nicht alleine sind. Das war für mich in meiner Erkrankung auch sehr, sehr wichtig. Das war das erste Jahr, dass ich hier war, hier in dieses Hotel. Deswegen bedeutet es auch wirklich viel, dass wir wieder hier zurück sind. Und diese Unterstützung, die PatientInnen kriegen, ist wirklich mega, mega wichtig. Und DKMS Live existiert von Spenden. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder die Aufmerksamkeit zu fragen, sodass die Seminare, die jetzt hauptsächlich online stattfinden, wegen der Pandemie, und ich da auch an teilnehme, dass die Leute, die eine Chemotherapie haben, die Tipps und Tricks kriegen, sich zu schminken, die Perücke, die Unterstützung kriegen, die sie brauchen. Und deswegen mache ich das mit so viel Herz und Seele. Klar, weil ich extra Patientin bin, aber auch, weil ich weiß, wie sehr man eine Freude gibt, eine so schwierige Phase im Leben von diesen Leuten. Ja. Als Sie damals auf dem roten Teppich waren, zum Glück ist es sehr, sehr lange her, ja. Sie sahen aber trotzdem gut aus. Können Sie das beschreiben, wie schafft man es, durch so eine Zeit durchzukommen? Es ist ja nicht nur das Aussehen. Ja. Wie behält man den Mut? Also für mich war es wichtig, Mut zu machen und Mut zu kriegen. Ich bin öffentlich umgegangen mit meiner Krankheit, mit meinem Tragen von Perücke, Verlieren von Augenbrauen und Wimpern, die Wechseljahre, die gekommen sind mit der Chemo. Ich bin offen damit umgegangen und habe davon so viel Feedback bekommen, dass mir das auch wieder die Kraft gegeben hat. Ich wollte nicht auf Pause drücken, ich wollte weitermachen mit meiner Arbeit. Das hat mir Mut und Kraft gegeben und das Feedback von den Leuten hat mir auch super viel Mut gegeben. Und dann, on top of everything, hatte ich natürlich meinen Sohn. Mein Sohn, wofür ich einfach gelebt habe und ich wollte ihn unbedingt aufwachsen sehen und ich möchte Oma werden und alt werden und ihm erwachsen sehen und so. Und das war meine Motivation, ja. Ihr Mann ist heute nicht mit dabei. Stimmt. Sie haben einen zweiten Hochzeitstag gefeiert. Ja. Was bedeutet er für Sie? Ja, das war natürlich ein unglaublicher paar Tage, der er da organisiert hat. Mein Mann ist heute in der Schweiz, in Zürich, weil er da seine Ausstellung hat von seinem Golden Cube. Und das ist natürlich so, dass ich dann hier bin und er da. Morgen füge ich mich aber bei ihm und seinem Team. Und das ist für mich natürlich klar, dass einmal der Kontakt kurz vom roten Teppich nochmal anrufen. Der Tag war Wahnsinn, war mega. Und dann jetzt hier und dann wünscht er mir alle Erfolg und Glück und er weiß, wie wichtig mir dieser Termin ist und wir unterstützen uns gegenseitig sehr. Ja. Warum ist er Ihr Traummann? Warum ist er Ihr Traummann? Weil wir wirklich Partner sind auf Augenhöhen, wir verstehen unsere Karriere und dann sind wir natürlich mega verliebt und wir haben unsere Hochzeit vom ganzen Herzen, weil wir gleich alt sind, sehr bewusst sich uns für uns entschieden haben. Und das macht es einfach eine sehr besondere Beziehung. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.